High Roller und Tanks sollen BBN auf den Gipfel der Sportunterhaltung hieven. Auf gut Deutsch, Frau König. Ihr habt nicht die geringste Ahnung, was für ein Spiel wir beiden mit ihm spielen. Alles, was ich euch noch mit auf den Weg gebe, ist exklusive Auswertungsrechte. Lassen Sie das fette Schwein verschwinden. Wenn ich erstmal auf seinem Platz sitze, dann können Sie den beiden Proleten ihren Boxstall abnehmen. Ja, ja, ist klar. Tschüss, ihr Wichser. Verraten Sie mir, wie Sie die beiden aufs Kreuz legen wollen? Das lassen Sie mal meine Sorge sein, Mr. Tooth Fairy. Spielt ihr wieder an euch selbst rum? Ich hab da so einen Deal für euch. Dann fallt ihr tot um. Tank und ich hatten eine Sache verstanden. Es geht im Boxgeschäft nicht nur ums Boxen, sondern auch ums Geschäft. Seitdem wir den Exklusivdeal mit BBN abgeschlossen haben, müssen wir nur noch warten. Wir brauchen nur noch auf dem Rücken zu liegen und das fette Business wird uns wie saftige Hähnchen in mundgerechten Stücken zufliegen. Und genau das tun wir. Es ist die beste Zeit unseres Lebens. Das hier sind Tyler und Tech. Ah. Du kommst zu ihnen, in einem Fahrzeug deiner Wahl natürlich, und schlägst ihnen diesen Deal vor. Mach sie so richtig heiß, klar? Ja, super geil. Und dann fährst du wieder. Und das ist alles. Babydoll, sie ist als gemaked. Die Jungs hören auf mich. Nein, Cream. Das ist natürlich noch nicht alles. Du triffst dich nochmal mit ihnen, um diesen Deal dann klarzumachen. Das kann der gleiche Ort sein oder ein anderer. Ja, ja. Und dann, geh ich zu denen hin und sag zu denen, hey, Homies, Buddies, wir machen jetzt voll den geilen Deal. Und die sagen so, geil. Und ich sag so, geil. Geil, oder? Geil. Also pass auf. Hier in dem Koffer ist noch mehr Merchandising-Material. Alles ist auf die Bedürfnisse von Howler und Tank abgestimmt. So wie diese beiden Puppen hier. Da kannst du dir sogar was ausdenken. Oh, yes! Das ist geiler Scheiß. Ja, genau. Und dann erklärst du den beiden, dass Diversifikation und Kundenbindung das Wichtigste für ihre Marke sind. Sag du's mal. Diversifikation und Kundenbindung. Für euch das Wichtigste. Richtig. Besonders, da sie ja jetzt BBN als Reichweitenpartner gefunden haben. BBN, das weißt du ja, das ist der Pay-TV-Sender. Ja, diese Fernsehfacker, die sich jetzt exklusiv um alles kümmern. Das wird super geil für die Homies. Richtig. Ach ja, und sollte das Thema mit dem Exklusivdeal irgendwie zur Sprache kommen, sag Howler und Tank, sie brauchen sich überhaupt keine Sorgen zu machen. Weder Murda, noch BBN, noch Tooth Fairy werden je davon erfahren, okay? Yo, confidential, baby. Wieso? Ach, am besten, das Thema kommt erst gar nicht auf. Howler und Tank sind doch deine Freunde. Na klar, baby, wir sind so close like brothers. Und wenn ich denen den geilen Scheiß hier zeige, dann fressen die mir aus der Hand. Cream hat mich angerufen und will uns irgendwas zeigen. Dann lass mir ihn mal kommen, Mann. Was ist Cream eigentlich für ein Name? Keine Ahnung. Ich glaub tschechisch. Siehst du? Und ich tu das auch. Wenn du mit den beiden den Deal klar machst. Ah, supergeil, Baby Girl. Cheers. Gimme cream, baby. Gimme cream, I got your cream, baby. Gimme cream. Macht das? Ja, und ich hoffe, er verkackt's nicht. Geht er schon nicht. Hyro und Tank sind zu dämlich, um irgendwas zu checken. Wie lief's im Hotel?
Ich bin erst früh morgens ins Zimmer, hab mir einen Bademantel übergeworfen, hab den Typen irgendwas erzählt und die haben mir auch noch Geld dafür gegeben. Die mussten sich schon wieder was von diesem Kaukasier leihen. Ach. Sehr interessant. Ich habe einen Job für dich. Das ist der Chef von BBN. Das fette Schwein soll verschwinden. Du kannst das bitte von deinen Mädels erledigen lassen. Das ist unscharf. Ich weiß. Ich sag nur Vietnam. Ihr werdet Augen machen. Das ist der größte Deal eures Lebens. Ich schwöre. So, Mädels, sollen wir frühstücken?